was war denn das? Ich schaff's. Nee, ich schaff's nicht. Schade. Aber Versuch macht klug. Ne? Pfeile haben wir wieder bekommen. Wir nehmen jetzt nur die Haut mit, weil das bringt, die bringt auch Kohle. Und eigentlich muss es... schlecht, okay. Naja. Kommt damit rein. Wir nehmen jetzt nur die Haut mit, weil wir gerade nur ein Pferd zur Verfügung haben. Und bei den Dingern gehe ich fast sogar davon aus, dass wir irgendwie eine Truhe oder so finden. Oder Waffenmüll. Was haben wir hier noch? Das ist doch Pistolenmunition, oder? Revolvermunition. Ach ja. Er hier auch ganz cool, rennt mit seiner Kuh spazieren. Oder mit seinem Bullen. Na also, gleich zwei. Häuten. Das sieht jetzt relativ, das finde ich ziemlich brutal. Achtung. Warum schmeißt er ihn weg? Hasenfell schlecht. Warum immer schlecht? Verstauen wir. Ich frage mich auch, ob wir später bessere Sattel bekommen, wo wir vielleicht mehr... Was war das? Easy. Wo wir vielleicht bessere oder mehr Inventarplätze haben. Was haben wir hier auf der Map? Ach, hier ist der Stall. Okay. Okay. Da drüben wird wieder geschossen. Achso. Ich dachte gerade, da bewegt sich ein Raubtier. Aber wir gehen noch einen Wolf jagen. Ja, okay, sehr gut. Ich will jetzt keinen Stress. Was haben die da gemacht? Frage ich mich. Hat er daneben geballert? Hat er auf uns geschossen? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Hat
Alter, gerade. Was ist denn hier los? Wir sind jetzt in Lemoy. Ja? Ach, das war vielleicht eine andere Bande, wa? Das kann sein. Das ist möglich. Wir gehen Wölfe jagen. Okay, hier jetzt rechts. Und dann sollten hier in der Umgebung Wölfe sein. Sieht schlecht aus. Wo sind wir jetzt auf der Map? Wir sind jetzt da. Also das sieht zumindest nach einem Wolf aus, ne? Wo sind wir jetzt? In Scarlet. Okay. Wir hatten ja bis jetzt erst einmal mit Wölfen zu tun. Und das war in den Bergen, als wir John gerettet haben. Hier ist überall nur Wild. Easy now. Die Frage ist auch, ob Wölfe. Whoa, sind Wölfe nachtaktiv? Oh, da vorne die Station, die können wir uns mal anschauen. Hüpf. Ist hier ein Laden zufällig? Das wäre natürlich super. Lustig immer, wie er dreht. Gentlemen. Well, hello. Howdy, partner. Your face looks familiar. Mm-hmm. Maybe I was mistaken. Don't mind me. You take Hot care today, now. Ain't it? Just happy it ain't the rain. Anyway, good luck to you. Take care of yourself. Hey there, partner. Hello. Oh, Mexican brother. Plenty of luck. And all bad. It's all good. All right, well, good luck. So long. Okay, gibt's nix. Aber da vorne ist noch ein Haus. Wenn wir schon keine Wölfe finden, dann gucken wir uns doch hier ein bisschen um. Ich glaube, wir haben ein kleines... Ah, Rhodes. Wir haben ein kleines Städtchen gefunden, glaube ich, wa? Hier wäre wieder eine Poststelle, wo wir unser Kopfgeld loswerden könnten. Und da haben wir den Metzger, da können wir auf jeden Fall. Ich schmeiß dir erstmal alles um. So, 90 Cent, 2,80, 1 Dollar, 70 Cent. Ja, war jetzt nicht so lukrativ, aber okay. Oh, was ist da vorne los? Ich geb den Dollar, ja. Der Mann hat's nötig. Well, thank you. Say, say, where you from? Around. Ain't from around here. If that was you, I'd leave. This town lost its goddamn soul a long time ago. Nothing but nasty, miserable people. Yeah? Yeah, ever since them Grays moved here. A bunch of no-good white trash. Mm-hmm. And they somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Oh, yeah, I reckon they was
Reckon he was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Okay. Die Grays, den Namen merken wir uns nur. Hey, folks. Hello, ma'am. Hey. Wir gucken mal in den Gemischtwarenladen rein. Hello. Horsebrushes and medicine in the corner over there. If you're the sort who needs that kind of thing. Ah, wir kaufen lieber über den Katalog, oder? Das ist doch einfacher. Kleidung. Kleidung. Hemden und Oberteile. Ansehen. Okay. That's popular. Traditionelle Weste. Ansehen. Klassische Weste. Okay, wir sind jetzt voll im Moderausch. Jeans, Arbeitshose, Sattel Jeans, Alltagshose, Sattel Arbeitshose, gefütterte Sattel Arbeitshose. Oh mein Gott. Schicke Hose, Ranch Hose. Jeans. This year stores my whole life. That's why I drink. Okay. Wir könnten uns hier auslassen, glaube ich. Mäntel. Was haben wir für coole Mäntel? Staubmantel. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Always running out of that. Klassischer G-Rock. Flintenmantel. Ich tendiere da irgendwie. Wanderjacke. Ich tendiere da irgendwie zum ersten, ne? Aber okay. Index. Wir stocken mal die Vorräte auf. Und zwar. Have you ever seen such a clean and tidy store? Or such a bored man? Alright. Wir kaufen überall mal was, damit wir auch genug haben. Äpfel haben wir Pferd. Hat er nichts mehr. Okay. Sollte erstmal reichen, überhaupt was dabei zu haben. Gut, Dankeschön. War nett bei Ihnen. Ich hätte gern es ist schon spät. Kommen wir noch in den Waffenladen rein? Ich will da nochmal reinschauen, was die so haben. Hallo! Betrachten. Achso, da können wir wieder direkt im Laden nachschauen. Katalog durchblättern. Vielleicht haben wir jetzt dadurch, dass wir in der nächsten Stadt sind oder im nächsten Kaff, neue Auswahl. Nein! Immer noch das gleiche Problem. Dann wird sich auch nicht viel geändert haben. Was sind Accessoires? Hä? Ich sagte, was sind Accessoires? Achso. Verbesserter Waffengürtel. Erhöht die Munitionskapazität für Revolver und Pistolen dauerhaft um 50. See Mr. Banks across the way there? Ey, das kostet doch viel Geld. He's nice enough when you get to know him. Okay. Nicht billig, meine Damen und Herren. Aber okay. Gut zu wissen. Wir brauchen definitiv mehr Geld. Ja, wenn du hier bist. In einigen Läden werden nebenbei illegale Geschäfte abgewickelt. Solche ungewöhnlichen Aktivitäten kannst du durch Durchsuchen der Ladenumgebung oder Tipps eines Fremden auf die Spur kommen. Ach was. What'd you forget, friend? Hochgeschwindigkeitspatronen. Good to stay supplied. Und wie kann man mit ihm auch, man kann mit ihm aber auch nicht reden. Das war jetzt schon wieder so ein Hinweis, ne? Thank you for your help. Okay, ich kann jeden. Newspapers.
Na, nicht so laut, ey. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich würde ja gern mal einfach so ein Haus ausräumen. Einfach so. Was haben wir jetzt hier noch? Was ist das? Das ist auch ein Hehler? Wir könnten mal in den Saloon gehen. Komm, wir gehen mal in den Saloon, geben uns volle Kanone. Oder kann man da nochmal? Was hast du jetzt gemacht? Hi there, Kitty. Katzen gibt's auch. Hey there, Kitty. Hunde habe ich ja gewusst, Katzen. Amerikanische Hauskatze. Katzen eignen sich gut als Haustiere, da sie dazu beitragen können, ihre Umgebung frei von Schädlingen zu halten. Damit sind Mäuse gemeint. Ich kenne aber auch Katzen, die, ja, die fressen alles. Und mit alles meine ich alles. Auch kleine Kinder. Oh, das ist so schön, einfach hier so. Mit dem Pferd ein bisschen durch die Gegend laufen. Wie geht's eigentlich unserem Pferd? Braucht es was? Nö, ne? So, wir gehen jetzt mal in den Saloon. Und schauen, was da so geht. Gefällt mir hier. Uiuiui. Ist aber jetzt nicht so ein Saloon, wie man es gewohnt ist. Das ist schon gehobene Gesellschaft. Schönen guten Abend, die Herrschaften. Hallo? Hey, Mister. Hello, Mister. Hello there. Perhaps you could make a little room. Ich hab irgendwie gerade Bock. Es ist Samstagabend. Wir könnten eigentlich nochmal eine Runde Poker spielen, oder? Oh, there ain't no cause no more. Won't pretend otherwise. You missing out. Move along. We ain't looking for you. All right, simmer down. Away with you. Now, damn it. I like me the quiet sensitive types. Was hat er denn? Hey now, you're gonna leave here. You got me? Nö, eigentlich nicht. Aber die haben so lustiges. Die haben so lustige gelbe, beide so ein gelbes Halsband, also so ein Halstuch. Take that! You die for that, you son of a bitch! Hey! So. So, den haben wir. Ich glaube, das war notwendig. Ende der Fahnenstange. Raus hier. Ich wollte doch nur pokern. Die spinnen ja hier. Das ist so ein Dreckskaff. Und mein Hut ist auch weg. Das ist für ein Kack. Die haben noch angefangen. Warum ist es immer das Gleiche? Nichts gemacht, verdammte Axt. Alter. Scheißkaff, sage ich euch. Mann, ey. Wo ich ausschaue. So, haben wir wieder Kopfgeld. Haben wir es wieder geschafft, ja.
dachte, ich kann mich hier waschen. Ich kann mich in dem Scheißspiel nicht waschen. Sollen es, ey. Oh, Mann. Am Feuer ausruhen. So. Ich hab keinen Hut mehr. Herstellen, kochen. Wir schauen mal, was wir machen können. Crafting, Vorräte. Fettes Vogelfleisch. Na also, kochen wir. Mal schauen, ob es was nützt. Essen. Eieieiei. Sehniges Fleisch. Kleinwildfleisch. Oh, das haut nochmal rein. Kochen. Essen. Ich würde jetzt gern zurück und richtig Rambazamba machen, ey. So richtig. Weißt du, so voll einfach Revolver raus und gib ihm. So. Warum eigentlich nicht? Du kannst Dinge herstellen, du kannst Fleisch zubereiten und Tonika herstellen. Ich wollte jetzt mal was anderes gucken. Wenn ich jetzt... Ach, hier, pflegen. So, reinigen. Vergrößern? Nee, pflegen. Wieso ist der Schaden so niedrig? Vergrößern? Zielen? Zurück. Reinigen kann ich es ja nicht mehr. Die Waffe ist sauber. Die hat nicht das voll, den vollen Schaden, oder? Komisch. Komisch, komisch. Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass das hier das Mistkaff, ist, ja? Dann können wir jetzt noch gucken. Ich wollte eigentlich Wölfe... Oh, jetzt, warte mal, es ist ja Nacht, ne? Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir Wölfe finden.